Der Tabellenelfte gegen den Tabellensiebten. Das waren die Vorzeichen der Handballpartie zwischen dem SC Magdeburg und der HSG Wetzlar am 23.12. Die nach dem Ausfall von Marco Besiak weiter dezimierten Magdeburger standen unter den Augen von SCM-Legende Joël Abbati. Magdeburg ist Handball, Handball ist Magdeburg! Damit gegen die Wetzlarer vor einer machbaren, aber schweren Aufgabe. Wie schwer, das wurde schon von Beginn der Partie an deutlich. Das erste Tor fiel schon nach 42 Sekunden, als SCM-Torhüter Dario Quenstedt nach einem Wurf von Wetzlars Maximilian Holst hinter sich greifen musste. Es sollte knapp 2,5 Minuten dauern, bis der SCM nachziehen konnte. Das 1:1 durch Nemanja Selinovic. Die Partie war hart umkämpft und geprägt von gelungenen Defensivaktionen und Ballverlusten. Offensiv geschah wenig Zählbares. Gerade für die Magdeburger war HSG-Torwart Andreas Wolf oft die Endstation ihrer Angriffsbemühungen. Trotzdem konnte sich der SCM nach knapp 15 Minuten etwas absetzen. Michael Damgaard trifft mit dem 6:4 zur ersten 2-Tore-Führung. Die Gäste aus Wetzlar blieben aber dran, verkürzten den Abstand immer wieder und kamen in der 24. Minute wieder durch Maximilian Holz zur ersten Führung, 9:8 für die HSG. Diese sollten sie dann auch bis zur Pause nicht mehr abgeben. Joao Ferraz markierte mit dem 12:11 das letzte Tor in der ersten Hälfte. Der SC Magdeburg kam dann gut eingestellt wieder aus der Pause. In der 31. Minute fiel der Ausgleich durch Michael Damgaard, der am Ende mit 7 Treffern der erfolgreichste Magdeburger Werfer sein sollte. In der 34. Minute zogen die Magdeburger wieder auf 2 Tore davon, Jakob Hagerstedt mit dem 16:14. Kurzer Aufreger in der 37. Minute war dieses nicht gegebene Tor von Robert Weber. Symptomatisch für das Spiel des SCM in dieser Spielzeit ist bisher, dass Führungen oft wieder verspielt werden. So stand es in der 40. Minute nach einem 3-Tore-Lauf der Gäste aus Wetzlar auf einmal 17:16 für die HSG. Während die Partie in Hälfte 1 eher schwere Kost für jeden Handballfan war, kam jetzt Spannung auf. 6 Minuten nach der Wetzlarer Führung war der SCM erneut vorn. Robert Weber erzielt das 21:18, die erste 3-Tore-Führung im Spiel. Doch die HSG ließ nicht locker und kämpfte sich erneut heran. Steffen Feeth, der aus dem Rückraum immer wieder gefährliche Aktionen hatte und es am Ende auf 6 Tore brachte, markierte in der 53. Minute das 24:24. Dann folgten die hektischen Schlussminuten. Der SC Magdeburg kämpfte, wenn auch nicht immer geschickt. So bekam die HSG zwischen der 53. und der 57. Minute 3 7-Meter zugesprochen. Maximilian Holst vollstreckte hier zum 26:25 für die Gäste. Er sollte zum Spielschluss auf 9 Tore kommen, davon 6 durch verwandelte 7 Meter. Die Magdeburger glichen immer wieder aus und konnten sich bei ihrem Keeper Dario Quenstedt bedanken, der im Spielverlauf immer besser wurde und in der 59. Minute die erneute Führung der Gäste verhinderte. Die letzte Aktion gehörte Magdeburgs Michael Damgaard, dessen Aktion unter Zeitdruck aber keine große Gefahr mehr für die Gästeverteidigung darstellte. So endete die Partie durchaus leistungsgerecht mit 26:26. Die Magdeburger ziehen damit in der Tabelle an Gummersbach, das gegen Flensburg verloren hat, vorbei und fahren am 26.12. als Tabellenzehnter zu den Rhein-Neckar-Löwen nach Mannheim. Hier die Stimmen zum Spiel. Magdeburg ist jeder Punkt ein gewonnener Punkt. Wir haben zur Halbzeit geführt, aber das heißt hier überhaupt nichts. Hier war wieder eine tolle Stimmung. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Zuschauer sind sehr giftig, sehr aggressiv, sehr, sehr fordernd gegenüber ihrer Mannschaft. Und das macht es hier unglaublich schwierig zu gewinnen. Und ein Unentschieden ist daher ein Sieg für uns. Aber stark von euch heute. Ihr lagt mit 3 Toren zurück, zweite Halbzeit, und kommt aber noch zum Unentschieden. Aus deiner Sicht, was hat den Ausschlag gegeben dafür? Es war gut, dass Nico den 7 Meter hält, definitiv.
Das war so ein kleiner Knackpunkt, der uns nochmal ein positives Gefühl vermittelt hat, das uns gestärkt hat. Und die Abwehr stand dann auf einmal wieder aggressiver und vorne haben wir bis auf den letzten die 7 Meter sehr sicher verwandelt. Das ist schade für Max, aber ich glaube, er hat 18 Meter oder sowas gemacht. Das ist eine hervorragende Quote und Dario hat den auch super gehalten, also kann mir noch keinen Vorwurf machen. Eiskalter Junge. Michael Haas, Micha, 3 Tore geführt, 2. Halbzeit, am Ende unentschieden, verlorener Punkt. Auf jeden Fall. An Weihnachten will man eigentlich keine Punkte zu Hause abgeben. Zumal wir auch in der 2. Halbzeit eigentlich dran waren. Es war ein schweres Spiel, war ein hart umkämpftes Spiel, aber eigentlich ist es unser Anspruch, gegen Wetzlar zu Hause zu gewinnen. Auch wenn sie heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben, es ist eine sehr abgezockte Mannschaft. Und das ist das, was uns eben halt in Phasen, auch gerade wo wir führen, einfach noch fehlt. Durch den Ausfall von Marco Bestiak musst du jetzt fast durchspielen. Für dich auch eine Kraftfrage am Ende des Jahres? Ja, ich meine, wir beschweren uns nicht über verletzte Spieler. Ich meine, klar wird es nicht einfacher, je mehr Leute ausfallen. Aber da fragt am Ende des Tages überhaupt keiner mehr nach. Ja, wir kämpfen uns da jetzt noch das letzte Spiel durch. Müssen wir halt. Wäre halt schön, wenn auch mal was Zählbares rauskommt. Ja. Letztes Spiel ausgerechnet jetzt bei den Löwen, die heute lange zurücklagen in Kiel. Nachteil aus deiner Sicht? Die Löwen wollen, glaube ich, die Meisterschaft holen. Das ist klar, es ist ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Aber ich meine, wir fahren da hin und versuchen, alles in die Waagschale zu werfen. Ich meine, warum? Irgendeiner muss ja da mal gewinnen. Ne? Wir haben 2. Halbzeit mit 3 Toren, habt ihr geführt hier. Was hat da gefehlt, um den Sack zuzumachen? Ja, wie schon die ganze Saison so ein bisschen Cleverness. Ne? Wir stehen dann auf einmal hinten nicht mehr so gut und vorne haben wir halt auch ein bisschen die Ruhe verloren. Aber ja, so ist es halt. Da müssen wir jetzt einfach versuchen weiterzuarbeiten, weil das ist einfach das, was uns gerade von den Mannschaften unterscheidet, die Punkte holen. Der SC Magdeburg wünscht allen Sponsoren, Fans und Partnern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.